Liebe Zuschauer, bei dem schönen Wetter vergingen die zurückliegenden sieben Tage mal wieder wie im Flug. Es ist Mittwoch und damit Zeit für eine Folge DOZ News. Herzlich willkommen. Und direkt zu Anfang machen wir einen Sprung nach Asien. In der japanischen Präfektur Gunma ist ein 63-jähriger Angler von einem Schwarzbären angegriffen worden. Doch da hatte sich Meister Petz das falsche Opfer ausgesucht. Der Mann ist nämlich Karatekämpfer, und als sich der fast zwei Meter große Bär drohend vor dem Angler aufrichtete, schlug der nur 1,70 Meter kleine Mann dem Petz mehrfach gezielt auf die Augen. Nach Angaben der Japan Times war das zu viel für den Bär, er suchte das Weite. Nach einer Maisdrückjagd in Mecklenburg-Vorpommern kam es in der vergangenen Woche zu einer unliebsamen Begegnung zwischen einem Jäger sowie einem Anwohner, wie Ostseezeitung.de berichtet. Als der 66-jährige Grünrock an einem Hof vorbeikam und neben einem Plattenweg ein Stück über den Grasweg fuhr, geriet der Hofbewohner in Wallung. Laut Aussage des Jägers soll der Anwohner Mörder geschrien haben und einen axtähnlichen Gegenstand geholt haben. Infolgedessen wurde die Situation dem Jäger zu heiß, er alarmierte die Polizei. Zwischen Pinnow und Starko in Brandenburg hat ein Spaziergänger am vergangenen Sonntagnachmittag einen geköpften Wolf gefunden. Wie bildde berichtet, wird der Kadaver nun untersucht. Es ist bereits eine Anzeige wegen Tierquälerei erstattet worden. Die niedersächsischen Landesforsten führen den Schießnachweis als Bedingung für die Teilnahme an Gesellschaftsjagden ein. Wer die ausgefüllte Schießnachweiskarte bereits in dieser Drückjagdsaison am Sammelplatz nicht vorzeigen kann, muss sich in die Treiberkette einreihen. Als Begründung nennen die Verantwortlichen des Landesbetriebs die gestiegenen Anforderungen an die Schützen auf heutigen Drückjagden. In den vergangenen Wochen machten mehrfach Kängurus in Deutschland auf sich aufmerksam. Am vergangenen Donnerstag war es mal wieder soweit. In Attendorn in Nordrhein-Westfalen mussten Polizisten zu einer Beuteltierjagd ausrücken. Nach schweißtreibender Verfolgung gelang es den Beamten, den Hüpfer einzufangen. Einfangen müssen wir am Schreibtisch jetzt auch wieder so einiges, nämlich jagdliche News, damit es nächste Woche Mittwoch wieder eine neue Folge DOZ News gibt. Vielen Dank fürs Einschalten und bis nächsten Mittwoch, bis dahin, man's Heil. Neue Woche, neue News. Wenn auch dieses Video wieder gefallen hat, dann geben Sie uns einen Daumen hoch. Und wenn Sie immer am Ball bleiben wollen, dann abonnieren Sie doch unseren Kanal. Hier unter mir.